Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Evoland 2 und haben lustige kleine springende. Ja, was ist das überhaupt? Tja, was sind das überhaupt für Viecher? Wir wissen nur, dass wir die Viecher nicht töten können. Obwohl, können wir die doch. Ne, damit nicht. Aber irgendwie hatte ich mal das Gefühl gehabt oder haben wir es mal geschafft, die einmal zu töten. Probieren wir das nochmal aus hier. Nur die mal, wahrscheinlich die mal aufladen hier. Ne, wird nichts. Also klar, wir müssen über die Freunde drüber. Obwohl drüber ist die dümmste, was man machen kann. Eigentlich drunter wäre das Beste. Okay. Alles klar. Moment. Das sieht so merkwürdig aus da. Irgendwie sieht der Stein merkwürdig aus. Ich weiß bloß noch nicht warum. Der hat so einen leuchtenden Ring. Ich weiß nicht, ob sich da lohnt, ein bisschen Energie zu investieren hier mal. Volle Karau, ja. Okay, der springt da durch. Okay, ist jetzt nicht mehr so kompliziert, einfach hier rüber zu hopsen. Oh, kompliziert ist höchstens. Naja, bisschen, soll ich sagen. Fleisch haben wir dann doch gelassen. Oh, komm mal her. Oh. Ja, Goldmünzchen sind wir mal nicht so. So. Okay. Ah ja. Ah, der ist dann so zu niedrig hier. Wieso? Die Frage, lohnt sich der Aufwand darüber zu hopsen? Ich habe das Gefühl, dass sich vielleicht der Aufwand lohnt, darüber zu gehen. So, einmal den entsorgt hier. Naja, den wollen wir sehen, wenn wir den hier entsorgt kriegen, ja. Naja. So, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dazwischen gefunkt hat. Da war gerade kurz die Windows-Oberfläche zu sehen. Ich hoffe mal, die Aufnahme ist nicht ganz kaputt. So. Okay. Ich wollte da eigentlich noch mal da oben zurück. Fahren wir da ganz normal fort. Ja. So, haben wir gleich das Herz wieder eingesammelt, dann wir gleich verloren haben hier. So. Oh. Die Frage ist, was machen wir damit eigentlich? Lustig, dass das so bounce. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so geplant war. Wechseln wir mal auf ihn hier. Okay, da kommen wir gar nicht hoch. Das muss wohl dann so sein. Da war das sogar gut, dass wir neu gestorben sind. Sonst hätte die ganze Spielmechanik wahrscheinlich nicht funktioniert. Okay, da ist die XP nach unten gefallen. Oh. Und natürlich abgelenkt, volle drauf. Super Aktion. Ich mag keine Kristalle. Weiß gar nicht warum. Okay, dafür haben wir jetzt die Erfahrungspunkte eingesammelt. Ja, zum Glück ist es nicht ganz so eine große Sprungorgie wie bei dem anderen mit den unsichtbaren Steinen. Das war ja dann schon ziemlich heftig. Okay. Gut, die haben wir dann auch verloren. Haben wir den nicht. So, einmal gespeichert das Ganze hier. Ah ja. Ja, nutzt mal die Gelegenheit dann doch mal, um wieder runterzufallen. Ah ja. Wird spannend. Aber jetzt haben wir gespeichert, dann brauchen wir den ganzen Quatsch nochmal machen. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen nervig ist das Level jetzt schon ein bisschen. Oh ja, ja. Weil irgendwie lutscht sich das langsam aus mit der Spielmechanik. Also, ihr wollt dort spielen, schön, ihr habt da was zum Spielen. Okay, der eine war nur hin. Gehen wir hier runter, machen die aggressiver werden.
So, dreimal Erfahrungspunkte. Das fehlt nicht mehr viel und, so. Alles klar. Okay. Die Frage. Ich glaube, hier haben wir uns ja gerade wahrscheinlich in eine Misere bewegt. Ja. Weil so hoch können wir auf keinen Fall springen. Und wir kommen hier mehr raus. Weil kann man überhaupt höher kommen hier? Ja, man kann höher kommen. Ja, ich glaube, viel höher kommen wir eigentlich nicht. Ja, das ist eine schöne Sackgasse. Super. Können wir irgendwo sterben? Ja, wir können das gar nur verlassen. Ja. Das ist natürlich eine ganz große Kacke. Das habe ich schon noch lange nicht mehr erlebt, dass man da rauskommt. Nicht aus dem spieligen System. Naja, aber zum Glück. Da kann ich schnell geladen. Ist dann die ganze Trage. Und einmal verkackt. Naja. Warten wir ab, bis wir wieder oben sind hier. Dann nehmen wir mal die Fina. Aufladen. Und einmal durchhuschen. Ich mag jetzt Sprungpilze ja schon gar nicht mehr jetzt hier. Ja, verlockend ist das schon, dass man da einfach darüber kommt. Ah ja. Warum auf einmal jetzt auch die Freunde aktiv sind? Mal sehen, was wir finden. Rote Pampe, wollte schon sagen. Das ganze Theater für Pampe. Naja, so kann man aussterben, dann spart man sich das ganze Gebounce. Scheint aber an der Stelle ein kleiner Bug zu sein, dass man unter gewissen Umständen. Unter gewissen Umständen an die Droh kommt, ja. Beziehungsweise die Steine in die Bautzen. Achso, das ist ja. So, rauf da. Ab durchs Licht. Ich hoffe, wir sind mal bald mal auf dem Berg und. Wir sind auf dem Berg. Kaum sagt man schon, sind wir's. Oh, speichern wir das Ganze hier. Sicher ist sicher. Okay. Interessant ist das hier. Da werden wir wahrscheinlich nochmal jetzt zurück müssen. Wenn ich mir das anschaue, weil. Wie soll man sonst da rüberkommen? So, was haben wir noch? Ich probiere noch mal kurz was aus, ja. Okay. Weil viel ist ja oben auf dem Berg ja nicht los hier. Aber gut. Das Interessante ist ja an der Ecke hier, dass wir ja gelernt haben, dass wir ja oben die Flugmaschine finden. Die Frage ist nur, wie wir die finden. So. Jetzt sind wir hier oben und kommen trotzdem nicht weiter. Das ist ärgerlich. Können wir mit irgendwas hier interagieren? Nein, können wir nicht. Da ist der Eingang, da geht es dann runter. Hier in der Ecke kommen wir auch nicht weiter. Da haben wir uns ja jetzt in Miseria hochgekämpft, das Ganze umsonst und dann, hiermit müssen wir was machen. Das Ding sieht verdächtig aus. Die Frage ist nur, wie kommen wir da ran? Ah, von der Seite. Okay. Wurago, sag bloß nicht. Yep.
Ich glaube nicht, dass das eine besonders gute Idee ist. Ich finde das schon. Zur Abwechslung bin ich ganz der Meinung von Fräulein Finna. Dieses Gerät sieht gefährlich aus. Es muss einen anderen Weg in die Pyramide geben. Ja, einen anderen Weg. Natürlich. Genau, danach werden wir suchen. Nö. Ich muss zugeben, ich kenne keinen anderen Weg. Oh nein. Minus, helft mir. Ich will auf keinen Fall fliegen. Jedenfalls nicht in dieser Maschine. Ja, in der Maschine wird sowieso nicht sein. Eher auf der Maschine. Ich würde es vielleicht versuchen, aber nur um euch zufriedenzustellen, Vurago. Okay. Gerenderte Aktion. Cool, das kommt mir auch zu tierisch bekannt vor. Und ich habe eine ganz doofe Vermutung, was uns jetzt erwartet. Genau. Ballonmodus. Ah ja. Cool, neue Spielmechanik mit Kürbissen hier. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was wir auch gespielt haben. Heli Heroes. Ah ja, die Punkte. Oh, okay. Haben wir das Zeug noch einsammeln? Hier noch Herzen zum Einsammeln. Ja, zum Glück braucht man die gedrückt halten. Zum Glück braucht man nicht dauernd drücken, weil gedrückt halten funktioniert auch. Okay. Oh, neue Freunde hier. Oh, wieder voll im Reit hier. Oh. Und Level Up. Mitten im Flug. Mehr Leben. Mehr Leben ist super, weil das können wir am meisten jetzt gebrauchen hier. Okay, wir bringen uns die Herzen hier. Ah, geil. Ah, das Gold. So, mal sehen, was jetzt kommt. Ah, wieder solche Freunde. Oh, die können eklig werden auf Dauer. Also gar nicht einfach, vor lauter Punkte und Geballer sieht man kaum noch, wo man hin muss. Okay. Ja, da ist noch einer hier. Schlimm ist, wenn sie mehrere mit einmal rausspucken. Ah ja. Huiuiuiui. Ah, die Kürbisse sind mir lieber, die machen hier so viel Stress. Oh, Münzen einsammeln hier. Ah, das wäre super gewesen, wenn wir das gehabt hätten. Ja. Aber Sorgen macht das Gepiepgeräusch. Genau deswegen. Also das ist ja schon ziemlich heftig, das zu schaffen. Hoffentlich alles nicht normal. Alles normal. Nein, was sehen wir von Anfang an ein bisschen weniger. Also Glück ist das so gestaltet, dass man dann doch irgendwann das Ganze schafft. Weil man irgendwann einfach genug Erfahrungspunkte hat, dass man genug Energie hat. Was ist, wenn wir ihn dann wechseln? Ah ja. So, mit dem Superschuss sollten wir uns mal ein bisschen mehr auf die Freunde hier konzentrieren. Oh, auch super. Wir werden noch mit der weiter versuchen hier. Oh.
So, sieht doch ganz gut aus, wir sind noch voll am Leben. Okay. Hohe Lebensenergie einsammeln ist super. Besonders wenn man fast tot ist. Das ist eine super Idee. Ja, Zeit ist immer eigentlich schon rum, aber wir kommen aber nicht so rum. So sieht, läuft das auch ganz gut. Herz haben wir noch genug. Oh, okay. Da kommen jetzt die Freunde und zwar in Massen. Oh, den da mitnehmen. So. Also schon mal weiter als erst. Und noch mehr im Leben. Ich ahne, es kommt doch bestimmt noch ein Endboss. Oh, kaum sagt man schon, ist er da. Vielleicht eher die Richtung wechseln hier. Aua. Super. Wird interessant, das wird uns das Spiel für die nächsten 50 Parts werden. Wir werden diesen Riesenkürbis versuchen zu zerlegen. Ob ihr das schafft oder nicht, das erfahrt ihr nur, wenn ihr euch anguckt. Let's Play Evolent 2. Bis dahin habt ihr das Vergnügen mit dem, was jetzt kommt. Das hier am Ende ist die Endcard auf der Shinkan-Card. Gibt es wieder eine Videoempfehlung. Diesmal die Videoempfehlung natürlich Let's Create Space Engineer Part 78. Habt ihr jetzt mal auswählen. Dann wisst ihr, was wir in den letzten Wochen getrieben und gebaut haben. Wie der Status ist, einfach mal reinschauen, damit ihr euch informieren könnt, wie es weitergeht mit Let's Create Space Engineer. Wenn euch das Ganze gefällt, wie ihr Kürbis zerlegen und dergleichen, dann abonniert den Kanal, drückt den YouTube-Button, der bringt euch dazu und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn es wieder heißt Let's Play Evolent 2. Social Media Kram, Google Plus, Facebook, Twitter sei auch empfohlen. Da kann man noch so ein bisschen drüber quatschen, labern, was hier sonst noch abgeht. Links und URLs dazu, wie immer unten in der Videobeschreibung, genauso wie der Kommentarbereich, der darauf wartet, von euch gefüllt zu werden. Also schreibt nette Dinge rein oder weniger nette Dinge, ist egal. Ich beantworte alles einfach mal da rein. So, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten ist auch okay, denn ich kann damit umgehen, denn ich bin MacWurago und sag Servus und Ade.